Profil Podcasts. Es ist Mittwoch, der 17. März, und Sie hören den aktuellen Innenpolitik-Podcast mit Eva Linsinger und Christian Rainer. Einmal mehr werden wir heute über Corona sprechen, über Impfungen, über unzulängliche Verteilung und zu wenige Impfstoffe, die in Österreich landen. Konkret widmen wir uns heute primär mal allerdings einer etwas, soll man sagen, eigenartigen Aktion, die der Bundeskanzler am vergangenen Freitag geliefert hat. Bundeskanzler Kurz hatte eilends und überraschend eine Pressekonferenz am vergangenen Freitag einberufen, wo er eigentlich direkt die EU-Kommission angegriffen hatte, von einem Basar sprach, bei dem Vakzine verteilt würden, davon, dass manche Länder viel mehr bekämen in Relation zur Bevölkerung, also zum Beispiel Malta und die Niederlande und andere weniger. Österreich hat er außen vor gelassen und gemeint, nein, Österreich bekämen wir ohnehin das, was uns zusteht. So ganz klar war nicht, was er damit unmittelbar wollte. Inzwischen ist es doch einigermaßen klar, er hat über die Bande das Gesundheitsministerium, die Gesundheitsminister, den zuständigen Beamten, der inzwischen abgelöst wurde, angegriffen, hat dabei allerdings die EU verunglimpft, die sich sehr schnell gerechtfertigt hat, inklusive Wortmeldungen des österreichischen Kommissars. Dieser Basar ist kein Basar, sondern das, was das Steering Committee, bei dem jener Herr Auer der stellvertretende Vorsitzende ist, sehr transparent, vergleichsweise transparent immer geplant hatte, und manche Länder bekamen, um es kurz zu fassen, schlicht weniger Impfstoffe als andere, weil sie im Rahmen dieser EU-Verteilung auf AstraZeneca gesetzt hatten und AstraZeneca nicht so lieferfähig ist. Uns, glaube ich, Eva, interessiert vor allem, was das wieder für eine innenpolitische Aktion des Bundeskanzlers war, warum er das gemacht hat und wem das schadet, mal abgesehen davon, dass es unserer Reputation innerhalb Europas schadet. Das, warum er das innenpolitisch gemacht hat, das, glaube ich, lässt sich am allerleichtesten beantworten. Wir können uns erinnern, kurz vor Ende des vorigen Jahres, kurz nach Weihnachten, wurde mit großem Brimborium, Pomp und Trara die ersten Impfungen verabreicht. Kurz danach, nach diesem doch gloriosen Start, brach schon der erste Streit aus zwischen Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Damals ging es darum, dass laut des wie üblich laut geäußerten Verdachts von Kurz in Österreich zu langsam geimpft wird. Damals hat Kurz mit relativ großen Worten Impfen zur Chefsache erklärt. Quasi übersetzt, er selbst ist höchstpersönlich auch dafür zuständig. Jetzt, wo in Österreich die Impfung doch quälend langsam vor sich geht, wo viele enttäuscht sind, wo Versprechen wie das von Bundeskanzler Kurz, dass bis April alle über 65-Jährigen geimpft werden, offensichtlich nicht eingehalten werden können, zeitigt das Wirkung. Es macht sich Enttäuschung breit, es macht sich Frustration breit. Kurz geht auch in den Umfragen nach unten, sowohl sein Kanzlerbonus als auch sein Bonus für die ÖVP ist im Schwinden. Er hat das Gefühl, er muss etwas tun. Das ist das eine, das ist quasi der politisch-strategische Teil. Was dazu kommt, wenn man sich das anschaut im EU-Vergleich, dann impft erstens die EU deutlich langsamer, als das die USA und Israel tun. Das ist lang und breit erörtert. Da war die EU zu langsam, zu zögerlich beim Impfstoffbestellen und hat wohl auch am falschen Fleck gespart. Und innerhalb dieser europäischen Verteilung fällt auch Österreich noch gegenüber anderen Staaten zurück. Also es impft auch langsamer, als andere Staaten das machen. Es gibt auch teils weniger Impfstoff, als in anderen Staaten passiert. Und das hat Kurz offensichtlich zu einem Thema auserkoren. Was jetzt ein bisschen typisch eher ist, wenn ich das so salopp sagen darf, man könnte das auch einfach mit dem Gesundheitsminister besprechen, das eine Thema. Man könnte das andere einfach auch EU-intern besprechen.
aber das ist seine Art nicht. Er macht immer gern einen großen Wirbel rundherum. Und das reiht sich schon ein in sein ganzes bisheriges Auftreten. Oder wie beurteilst du das? Selbstverständlich genauso wie du, liebe Eva, dem ist wenig hinzuzufügen, aber vielleicht doch insofern ein wenig, als ich das Gefühl bekomme, das Handeln des Bundeskanzlers in seiner Kommunikation wird erratischer. Es gehen dem Bundeskanzler weniger Medien und damit ein kleinerer Teil der Bevölkerung auf den Leim. Wenn man sich ansieht, wie die Medien reagiert haben, erst überrascht am Freitag, dann allerdings bereits am Nachmittag, ich habe es im Leitartikel der vorliegenden Printausgabe auch angesprochen, im Laufe des Nachmittags haben praktisch alle Medien mit Verwunderung reagiert, groß aufgenommen, auch die Reaktion der ebenso verwunderten EU. Die Kronenzeitung war kurzfristig bis zum Sonntag eigentlich auf der Seite des Bundeskanzlers, vielleicht auch in einem Reflex und in einer Erinnerung an alte EU-Widerstände. Allerdings hat der Krone-Chefredakteur in der Runde der Chefredakteure am Sonntag dann doch wieder auch vom Leder gezogen gegen den Bundeskanzler. Also was ich sagen will, die Öffentlichkeit geht dem Bundeskanzler nicht so wirklich auf den Leim. Einerseits auch, weil es zu viel verwirrend ist, wie es vorgebracht wird, über die Bande der EU das Gesundheitsministerium treffen wollen, wo dann ein Beamter zurücktreten muss und der Bundeskanzler hat aber zugleich den Gesundheitsminister scheinbar in Schutz genommen, der ja nichts wissen konnte, ihn damit indirekt aber dennoch wieder angegriffen. Dieser Gesundheitsminister ist aber krankheitshalber ohnehin nicht im Dienst. Alles viel zu kompliziert und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze jetzt eine besonders positive Wirkung auf die Umfragedaten von Sebastian Kurz und der ÖVP hat. Jetzt zuletzt, kurz bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, habe ich gesehen, dass es ein Pressestatement des Bundeskanzlers gab, wonach er sich mit den EU-Granden, mit Herrn Michel und einigen anderen Regierungschefs darauf geeinigt hätte, auf eine neue Verteilung, auf eine Korrektur, wie er es nennt. Demnach würde Österreich dann 400.000 Impfdosen mehr bekommen als zugesagt. Ehrlich gesagt, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, das, was Österreich bekommen wird, ist genau das, was uns nach dem Schlüssel A qua Bevölkerung und B qua bei welchen Firmen wir eingekauft haben, zustehen würde. Und es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, dass das jetzt viel Bremborium und Theater ist und sich im Endeffekt nicht wirklich viel geändert hat. Es wäre nicht das erste Mal, weil auch unter dem Jahreswechsel gab es so eine dieser wunderbar typischen Sebastian-Kurz-Aktionen, die auch in den Boulevardblättern breiten Niederschlag fand. Die Schlagzeile lautet damals: vom Krankenbett aus ordnet der Kanzler so und so viel Dosen Impfstoff von BioNTech, Pfizer. Interessanterweise war das genau dieselbe Menge, die das Gesundheitsministerium schon einige Tage davor angegeben hatte. Also da ist auch viel Show dabei und ich denke, das ist auch der Grund, warum die Zustimmung zur ÖVP im Allgemeinen und zu Kanzler Kurz im Besonderen sinkt. Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, die wollen jetzt keine Show. Wo immer man hineinhört, wo immer man mit Menschen spricht, die wollen geimpft werden, die wollen wissen, was mit ihrem Impftermin ist, die wollen, dass die Pandemie aus ist und die wollen dieses ganze innenpolitische Hickhack nicht. Die Erwartung an einen Regierungschef und wohl auch zu Recht ist, dass er so eine Art Chefkrisenkoordinator ist, dass er sowohl die Impfungen als auch die Wirtschaftshilfen als auch alles andere quasi von der Kommandobrücke aus steuert und da die Nummer eins ist und eben nicht sich mit Schuldigensuche, mit Fingerzeigen auf andere, auch mit kleinen Fouls aufhält. Das ist einfach der Weg, der jetzt nicht gewollt wird, weil es haben alle nach einem Jahr Pandemie das satt. Es ist dieser oft von Kurz beschriebene Gamechanger. Impfung wird von vielen Leuten sehnsüchtig erwartet. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, es haben einfach immer noch zu viele Menschen, die älter als 80 sind, noch gar keinen Impftermin. Das geht einfach zu langsam voran. Und niemand hat Verständnis für diese taktischen Spielereien jetzt. Sehe ich auch so. Jedenfalls scheint in der Regierung der Honeymoon vorbei zu sein. Ungefähr
jetzt nach einem Jahr, etwas über einem Jahr, nach einem Jahr war auch der Honeymoon vorbei zwischen Strache und Kurz, wie man jetzt unter anderem an den veröffentlichten SMS sieht. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube zwar keinesfalls, dass diese Regierung auseinanderbrechen wird, da stehe ich manchmal etwas alleine da, ich glaube, es wird jetzt schon 5 Jahre insgesamt halten, aber Honeymoon ist das nicht mehr, wechselseitige Anschuldigungen. Man darf allerdings umgekehrt vielleicht auch nicht vergessen, dass Gruppe Frau Sigrid Maurer Gernot Blümel heftig angegriffen hat und ihm eigentlich ein strafrechtliches Verhalten vorgeworfen hat auf Basis der veröffentlichten SMS des damaligen Novomatic-Chefs Harald Neumann. Da war das Wording der Gruppeobfrau alles andere als freundlich. Jetzt aber umgekehrt dieser Generalangriff an die prominenteste Person, Figur bei den Grünen, also gegen den Rudi Anschuber, den Gesundheitsminister. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese inneren Verwerfungen schnell wieder vorbei sein werden. Insgesamt scheinen aber die Grünen jetzt prozentuell oder anteilsmäßig an den Stimmen stärker zu leiden, als es die ÖVP tut. Die Grünen liegen jetzt bei etwa 10%, die ÖVP noch immer bei 34%. Das heißt, in Prozentpunkten haben beide ähnlich viel verloren, aber als Anteil an ihren Wählern verlieren die Grünen wesentlich mehr. So ganz kann ich es mir nicht erklären, warum das Vertrauen bei den Grünen derart stark sinkt, weil so schlechte Figur machen die Grünen dann ja doch wieder nicht, sind sehr prominent im Vordergrund. Natürlich lädt das Gesundheitsministerium viel Verantwortung auf sich und damit der grüne Gesundheitsminister. Kannst du dir das erklären, warum die Grünen da so stark verlieren in mehreren Umfragen? Ich versuche es einmal. Neben dem einen, was du gesagt hast, das stimmt sicher. Gesundheitsminister Anschuber war im Sommer, Herbst so etwas wie der Superstar, hat teils auch ganz kurz überholt. Jetzt ist über ihn die öffentliche Meinung doch deutlich anders. Er hat viele Fehler gemacht. Es geht einfach manches nicht weiter. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, der zweite, noch entscheidendere Punkt ist, dass die Grünen sicher darunter leiden, unter den Folgen dieser Abschiebung der zwei Schülerinnen, wo man einfach wirklich ganz augenscheinlich gemerkt hat, die Grünen sind jetzt in der Regierung, können aber am Kurs zu Migrations-Asylfragen gar nichts ändern, keine Millimeter ändern. Das große symbolische Bild war ja damals, dass die Grünen vor dem Abschiebezentrum protestiert haben, während ihr Koalitionspartner ÖVP abschieben ließ. Das hat ihre Ohnmacht deutlich gemacht. Seit damals hängt auch der Koalitionssegen schief. Die Grünen empfanden das als Affront, gehen dagegen mit Härte vor, darauf reagiert wieder die ÖVP und so weiter. Und seit damals ist auch ein deutlicher Bruch in den Umfragen bemerkbar. Und da sieht man einfach, denke ich, doch die größte Enttäuschung der grünen Klientel, denn ihre Wählerinnen und Wähler, die wären für einen ganz anderen Kurs. Unter ihren Wählerinnen und Wählern hätte sich eine große Mehrheit dafür gefunden, dass diese Schülerinnen da bleiben dürfen. Und das setzt sich fort mit der eben Nichtaufnahme von Österreich, von Flüchtlingen, von den griechischen Inseln. All das nehmen die Grünen, Wählerinnen und Wähler quasi ihrer Partei übel, dass da einfach gar nichts weitergeht. Und das zeigt sich jetzt in den Umfragen auch. Zeigt sich in den Umfragen auch. Und der leichte Zugewinn der Neos jenseits der Schwankungsbreite mag schon auch mit einer Verschiebung von potenziellen Grünwählern zu den Neos zu tun haben. Liebe Eva, danke fürs gemeinsame Diskutieren. Danke und danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke auch ganz herzlich, dass Sie uns, unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Ihre Zeit gewidmet haben in der kommenden E-Paper und Printausgabe vom Profil E-Paper, immer schon am Samstag, 8 Uhr früh.
die Printausgabe am Sonntag, zeitig morgens per Hauszustellung. In dieser kommenden Ausgabe widmen uns selbstverständlich auch wieder Corona, Sebastian Kurz und so weiter, aber haben einen etwas anderen Schwerpunkt, einen Polizeischwerpunkt. Wir beschäftigen uns mit der Ausrüstung der Polizei, auch mit dem psychologischen Hintergrund dessen, was die Polizei tut. Nach heutiger Planung werden wir auch dazu ein Interview mit dem Innenminister haben. Großer Schwerpunkt. Ich weise gerne ein weiteres Mal auf die vielen Podcasts hin, die wir derzeit produzieren. Bis zu 7 oder 8 Podcasts pro Woche, bis zu 5000 Abrufe bei diesen Podcasts. Unter anderem übrigens ein Polizeipodcast, der wie sonst Tatütata, der Polizeipodcast heißt. Wir haben einen Klimapodcast. Bitte schauen Sie auf profil.at nach. Dort finden Sie alle diese Podcasts und wir freuen uns sehr, es macht uns große Freude, die zu produzieren. Wir freuen uns sehr, dass diese Podcasts von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so angenommen werden. Eva, nochmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank und Ihnen allen eine schöne Woche. Das wünsche ich auch und bis zum nächsten Mal. Sie hörten Eva Linsinger und Christian Rainer im aktuellen Innenpolitik-Podcast. Unser gesamtes Podcast-Portfolio finden Sie auf profil.at/podcasts und bei allen Streaming-Anbietern.